One day in my life, kann ich auch. Ja, heute ist Montagmorgen, 6 Uhr früh. Und flup. Ich sitze im Büro, wie eigentlich jeden Montag. Da bin ich von 6 bis 17 Uhr hier. Mittagspause haben wir heute aber was Besonderes vor. Meine Arbeitskollegin, die mir auch dieses coole Bild hier gemacht hat, die kommt mit mir zum Schwarzsee. Und wir werden Eisbaden. Ja, am Feierabend, der hat dann noch eine Radlrunde gesagt. Und jetzt heißt es erstmal Arbeit, Arbeit, Arbeit. Hilft dir alles nichts. Verzeiht mir den noch ein bisschen lahmen Start. Ist mir gar nicht so vorgekommen beim Filmen, nur jetzt beim Schneiden. Aber da war es dann auch schon zu spät. Ist wohl doch noch ein bisschen früh. Und ja, da seht ihr mal, wie ich arbeite, wie das Büro aussieht. Und bleibt auf jeden Fall dran, weil ich werde noch ein bisschen was erleben den Tag über. Und ja, ich denke, das wird ganz witzig. So, auf geht's Richtung Badestelle, Mittagspause. Und Ausblick genial. Aus guten Quellen weiß ich, dass da gestern ein Loch vorhanden war. Hoffen wir mal, dass es jetzt noch tauglich ist. Yes, da ist es. Hole. Ich filme das jetzt alles von allen Richtungen, damit ich es ja nicht nochmal machen muss. Weil ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht wird. Aber auf jeden Fall wird es getan. Das Rumgewusel mit den Kameras lasse ich euch extra mal ein bisschen drin. Ich glaube, das ist ganz witzig, weil das seht ihr sonst ja im Hintergrund meist nicht. Das Beste. Die Aufregung ist riesig. Und naja, wisst ihr, was wir noch machen? Die Nathalie kann noch ein Foto machen. Nathalie ist nämlich meine Arbeitskollegin, aber die hat gesagt, sie will nicht aufs Video, was ich ja äußerst schade finde, weil gemeinsam sind wir doppelt so verrückt. Aber nur ich bin mediengeil. Verdammt, das klingt jetzt erbärmlich, aber ist wohl so. Du darfst trotzdem reden. Ich kann das dann entwickeln, dann kann ich eh nicht. Ist gelogen. Oh Gott. Man beachte, wunderschönes, stylische. Und ja, ich stehe voll auf Socken mit Farbe und Beige. Auch wenn ich mir. Und man beachte auch, dass meine grandiose Oberweite schon das Oberteil gesprengt hat. Aber das liegt wahrscheinlich eher an schlechter Verarbeitung. Und dann haben wir noch ein, zwei Bilder gemacht, bevor es auch wirklich ins Wasser gegangen ist. Das Loch ist völlig klein. Also ein guter Kumpel von mir war da drin. Der ist aber größer wie ich. Hey, Mümmel. Ich bin stolz auf dich und ich habe Platzangst. War das gestern größer vielleicht? Wow! Das ist mini! Ich habe Angst! Hier seht ihr mal, wie das aussieht, wenn man in die Eisschicht eintaucht. Boah, krass! Und das Loch ist echt mini. Ich hätte lieber ein bisschen mehr Platz gehabt, aber das war nicht möglich. Vielleicht sollte ich mir diesmal einen Pickel mitnehmen. Okay, man soll ja eigentlich zur Ruhe kommen. Dann versuchen wir das halt mal. Oh. Zur Ruhe kommen ist nicht meine allergrößte Stärke, aber naja. Oh. Aber ja, geil ist es schon. Das ist geil. Hey, das ist mega. Das ist um Welt besser, als ich dachte. Natürlich ist es jetzt nur ein Zusammenschnitt von meiner Zeit im Wasser, aber so recht ruhig war ich irgendwie nie, deswegen gibt es keine ruhige Phase. Geil, cool, mag ich. Gut. Also, das war das erste echte Eisbad, da bin ich nämlich ja nie so weit reingekommen und es war gut. Peinlich, aber gut. Peinlich, sage ich, weil wir noch eine Zuschauerin hatten. Nicht verwinken jetzt, gell? Ich glaube, ich jetzt schwimmen kann, dass ich retten kann. Sehr mutig. Ja. Mediengeil ist. Bleiben wir bei der Wahrheit. Ja, das machen gerade alle und ich dachte, ich muss es auch mal testen. Ja, das ist die absolute Wahrheit. Ich muss aber auch zugeben, dass es wirklich Spaß gemacht hat und ich das wieder machen will. Nein, und das aber ist ich nicht wäre alleine nie auf die Idee gekommen, wenn es jetzt nicht gerade der große Hype aber wäre. Ich hätte es mir viel schlimmer vorgestellt, muss ich gestehen. Also es ist wirklich gar nicht schlimm. Also schlimm ist es, am Schnee zu stehen mit den Füßen. Aber daran ist voll okay. So, nach dem Eisbad bin ich wieder zurück im Büro
und die Arbeit läuft auch schon wieder. Jetzt ist mir tatsächlich wärmer als am Vormittag. Das ist voll krass, dass das mit der Durchblutung so anstellt. Und ja, später wäre der Plan, noch aufs Rad zu steigen. Und dann bin ich auch tatsächlich noch Radfahren gegangen, nur habe ich irgendwie die GoPro-Aufnahmen verschusselt. Frag mich nicht warum. Die Abfahrt war eigentlich mega cool. Ich bin die Rodelbahn rauf und runter gefahren. Und ja, das war die Aussicht oben. Es hatte ja schließlich fast Vollmond. Den zeige ich euch jetzt auch noch kurz. Und es war von dem her wirklich super hell und schön. Wieder ein Tag später und das sogar schon Nachmittag. Jetzt hole ich meinen kleinen Spatz vom Kindergarten ab. Ja, ihr seht, bei mir ist immer ganz schön viel los. Gestern bin ich nicht mal mehr zum richtig Tschüss sagen, Abschluss machen gekommen. Und ja, schreibt mir gerne mal, was ihr so von meinem Tagesablauf haltet. Also das ist so ein, wirklich so ein mehr oder weniger normaler Montag bei mir. Also das Eisbaden jetzt nicht unbedingt, aber irgendwas Witziges passiert fast immer in der Mittagspause in der Arbeit. Und ja, das macht es eben auch lebenswert, finde ich. Ja, schreibt mir gerne, wie euer Tag so aussieht, bin ich auch neugierig. Und ob ihr die auch gerne so vollstopft. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen Geschmackssache. Also ich habe schon gerne vollgestopfte Tage. Ja. Ansonsten, ich hoffe, das hat euch gefallen. War mal ein bisschen was anderes und trotzdem natürlich mit Sport und Action gespickt. Und ja, ich freue mich einfach auf Rückmeldung. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und lasst einen Kommentar da. Das ist immer super. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.